Ich stehe heute am Denkmal für Marie Juchacz am Mehringdamm in Berlin-Kreuzberg. Dieses Denkmal ist der Frau gewidmet, die vor 100 Jahren die Arbeiterwohlfahrt gegründet hat. Eine Frau, die sich mit Leidenschaft und Energie der sozialen Sache verschrieben hatte, obwohl sie selbst unter sehr schwierigen Bedingungen gelebt hat. Marie Juchacz wäre stolz auf ihre AWO, die sich aktuell in ganz Deutschland im Ehren- und Hauptamt bemüht, die Folgen der Corona-Krise zu mindern und den Bedürftigen zu helfen. Ganz besonders stolz wäre sie auf die Frauen in der Arbeiterwohlfahrt, die mal wieder die Kohlen aus dem Feuer holen. Und in diesem Geiste möchte ich auch heute vor allem über die Frauen in der Pflege sprechen. Und natürlich arbeiten dort auch Männer, das weiß ich. Aber ich möchte von den vielen Frauen in der Pflege sprechen, weil sie nicht nur dort, sondern auch an anderer Stelle in systemrelevanten Berufen arbeiten. Sie pflegen alte und junge Menschen, sie versorgen sie angemessen, wohlwissend, dass sie ein persönliches Risiko eingehen. Noch dazu geben sie diesen pflegebedürftigen Menschen noch mehr Halt, als sie das sonst ohnehin tun, weil diese Menschen derzeit nicht ihre Verwandten treffen dürfen. Wir wissen, dass der Frauenanteil in den systemrelevanten Berufen bei knapp 75% liegt und sie unterdurchschnittlich bezahlt werden. Es reicht nicht, dass wir einmal am Tag am Fenster klatschen. Nein, es ist endlich eine finanzielle Anerkennung der Arbeit der Pflegenden notwendig. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Seit vielen Jahren kämpfen wir für angemessene und verbindliche Tarife in der Pflege. Diese gesetzlichen Grundlagen sind jüngst geschaffen und jetzt müssen wir alle handeln. Wir wollen in dieser Krise in Tarifverhandlungen gehen, um die aktuelle besondere Leistung finanziell honorieren. Klar ist, das darf nicht zu Mehrkosten bei den Pflegebedürftigen oder deren Angehörigen führen. Wir fordern die Politik deshalb auf, die Finanzierung einer zusätzlichen tariflichen Leistung zu gewähren. Die Frauen, nicht nur in der Pflege, sind wieder mal diejenigen, die Krisen überwinden helfen. Wir müssen gemeinsam dafür kämpfen, dass sie die entsprechende Anerkennung erfahren. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank.